Eine Tonleiter kannst du dir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so vorstellen wie eine Leiter, dass Töne aneinandergereiht werden. Der Anfangs- und der Endton einer Tonleiter müssen immer den gleichen Namen haben, wobei natürlich dann der Anfangston der tiefere und der Endton der höhere ist, wenn man sie von unten nach oben spielt. Es gibt viele verschiedene Tonleitern und jede dieser Tonleitern entspricht einer anderen Regel. Die Regel gibt an, in welchen Abständen die Töne zueinander stehen müssen, damit es genau diese oder jene Tonleiter wird. Dir wird wahrscheinlich die Dur-Tonleiter die bekannteste Tonleiter sein und diese entspricht folgender Regel: Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, 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 Halbton. Immer wenn du die Töne also nach dieser Regel aneinanderreißt, ist es eine Dur-Tonleiter. Warum solltest du Tonleitern üben? Erstens kann man an Tonleitern sehr viele verschiedene technische Themen herausüben und perfektionieren. Und zweitens kommen in den Musikstücken oft Teile einer Tonleiter oder ganze Tonleitern sogar darin vor. Das bedeutet, wenn du das vorher schon geübt hast, fällt es dir dann in den verschiedensten Stücken viel leichter. Viel Vergnügen beim Tonleiterüben. Wir sehen uns morgen wieder. Deine Nicole.